Hallo, mein Name ist Peter. Hallo Peter. Und ich habe ein Problem. Deswegen bin ich auch hier bei AAAAWF. Seit dem Wochenende leide ich an akuter Tauri-Rubri-Phobie. Ah! Oh, oh Gott. Mein Fußballarzt hat mir Konfrontationstherapie verordnet und deswegen bin ich auch hier. Das stehe ich alleine nicht durch. Da müsst ihr mir helfen. Brutal bitter, brutal bitter. Also jetzt mal ehrlich, was soll denn das gegen Tauri-Rubriphobie mit akuter Null-Punkte-Angst helfen? Eigentlich nichts. Okay. Aber trotzdem sind wir hier genau richtig bei AAAAWF, den alles andere als anonymen Werder-Fans. Hier wird uns geholfen. Ich glaube, dass wir uns alle zusammen was überlegt haben. Und zwar Dinge, die helfen gegen Tauri-Rubriphobie, gegen Null-Punkte-Angst, gegen Ergebniswut und allem, was da noch so dazugehört. Zum Beispiel eine Dosis Werder-Tor. Okay, die Dosis müsste man vielleicht deutlich erhöhen und vielleicht am besten auch noch irgendwas für die Abwehrkräfte, weil das muss auch gefehlt haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das kann man nicht erklären. Und das ist auch was, was sich die Mannschaft einfach ankreiden muss. Das sind dann genau die Momente, wo du mit Energie wieder hochfahren musst. Nicht, okay, gut, kurze Pause. Nee, dann ist genau der Moment, wo du dranbleiben musst. Und das ist dann auch gerade für die Jungs, die diesen Anspruch haben, dann müssen sie es halt auch zeigen. Und wir sind jetzt auch bei dem einen oder anderen nicht mehr beim ersten Spiel in dieser Saison. Das muss man auch sagen. Und wie wir das vierte Gegentor in der Mitte verteidigen, aber auch außen verteidigen, das geht einfach nicht. Es geht nicht. So geht es nicht in der Bundesliga. Und immer wieder diese Anfälle dieser posttraumatischen Abstiegskampfbelastungsstörung. Brutal bitter, brutal bitter. Als Prophylaxe soll dafür ja viel Bewegung helfen. An der frischen Luft. Die 460 Kilometer ist Werder-Fan Florian Mohr aus Südhessen, aus seiner Heimat, bis nach Bremen gelaufen zum Spiel gegen die Roten Bullen. Okay, hat auch eher wenig geholfen. Eigentlich nichts. Stimmt. Trotzdem eine sehr coole Aktion, aber ich befürchte, wir brauchen hier einen anderen Ansatz. Vielleicht, wie wäre es denn mit positiven und guten Gedanken? Teilhabe ist ein Menschenrecht. Wir gemeinsam für Inklusion. Inklusion, sehr gutes und vor allem sehr wichtiges Thema. Und damit das für euch noch besonderer wird, gibt es was zu gewinnen. Und zwar dieses T-Shirt mit dem Aufdruck unseres Inklusionsspieltags. Das ist so besonders, denn das gibt es nicht zu kaufen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde es selber behalten, aber es ist S. Brutal bitter. Ja, und weil ich mindestens M brauche, könnt ihr das gewinnen. Und zwar, indem ihr an unsere WhatsApp-Nummer schreibt und uns erzählt, wie ihr das Thema Inklusion in eurem Alltag lebt und erlebt. Wir sind gespannt auf eure Geschichten und einer oder eine von euch darf sich am Ende über dieses T-Shirt freuen. Was gibt's Besseres? Eigentlich nichts. Und abschließend noch ein allerletzter Tipp für diese Tauri-Rubriphobie, die Angst vor roten Bullen. Bedenkt, es war das letzte Liga-Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das Pokalspiel. Ja, das Pokalspiel. Aber wir wissen doch alle, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Oh, ja. Ach, und hat mit der Liga wirklich überhaupt nichts zu tun. Also, wie gesagt, eigenen Gesetze. Wir haben heute gesehen, wie es nicht funktionieren kann. Das ist Fußball, das müssen wir leider mitnehmen. Wie gesagt, heute war ja enttäuschend, dass wir 4:1 haben verloren. Aber ich glaube, das Pokalspiel ist ein ganz anderes Spiel. Im Pokal alles ist möglich. Andere Regeln, anderes Spiel. Wir haben gesehen, wie es gegen Leipzig funktioniert. Wir haben gesehen, wie es nicht funktioniert. Sehr, sehr schade, dass keine 42.000 da sind hier in Bremen. Halbfinale gegen Leipzig, da hätte der Kessel gebrannt. Aber ich bin mir sicher, die Leute unterstützen uns von zu Hause und das nehmen wir mit ins Spiel. Könnt ihr euch sicher sein. Vielen Dank. Super, ciao. Danke dir.